Papa, bitte bring mich nicht um, wenn ich mich nicht selbst schon umgebracht habe. Also das hier ist nicht mehr zum Spaßen. Es ist nicht stockfinster, es ist nicht stockduster, es ist Nacht. Da ist gerade vor unseren Augen der erste Unfall passiert. Das ist gar nicht gut, ne? Man kann halt auch keine 10 Meter Distanz das erkennen. Und es ist jetzt, es fängt jetzt an, auch richtig kalt und nass zu werden einfach. Der Hajiang Loop ist ein Loop, wie der Name es schon sagt, im extremen Norden vom Vietnam. Er gilt für die meisten Leute als, ich würde mal sagen, das Highlight des Vietnams. Man fährt dabei mit einem Motorrad, entweder alleine oder mit einer Tour, durch die Berge vom nördlichen Vietnam bis hoch an die chinesische Grenze. Und dabei fährt man nicht nur normale, gute Straßen, sondern hat auch ganz komische Straßen, schwierige Straßen, man fährt über Baustellen. Deswegen gilt das also so als riesiges Abenteuer, was sehr viele Reisende auf sich nehmen. Und diesem Abenteuer haben mein Kollege Christoph und ich uns auch gestellt und euch dabei mitgenommen für 4 Tage lang. Das Video ist etwas länger, aber ich würde sagen, genießt es auf jeden Fall. Diese 4 Tage zusammengefasst in einem einzigen Video vom wunderschönen Norden von Vietnam. Ich will euch dabei das Essen zeigen, die wunderschöne Natur zeigen und einfach unser Erlebnis zeigen, wie wir die paar Tage wahrgenommen haben. Und ich würde sagen, mein Name ist Loris und ich wünsche euch wirklich viel Spaß. Schnappt euch eine Tüte Popcorn, schiebt euch eine Pizza in den Ofen und genießt einfach nur das Video, Freunde. So, Freunde, Tag 1 vom Hajiang Loop. Ja, Christoph und ich, wir sind schon ein bisschen aufgeregt, weil das soll wirklich das krasseste Abenteuer sein aus unserem ganzen Vietnam-Trip. Hier sind unsere Motorräder. Zweimal ein Semi-Automatic mit 4 verschiedenen Gears. Und hier ist Christoph seins. Er ist mit dem blauen gegangen, ich gehe mit dem weißen. Ja, wir haben auch schon Protection Gear und alles dabei. Regenponchos, 2 Rucksäcke für die 4 Tage, wo wir jetzt unterwegs sind. Das wird richtig krass. Wir haben uns nochmal gut eingekleidet hier. Mit Regenjacken, mit Jacken insgesamt, mit Handschuhen, alles. Ey, das wird sehr, sehr krass. Ich glaube, es wird eines der krassesten Dinge, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Knieschoner sind da. Regenponcho ist eingepackt, Rucksack ist eingepackt. Christoph, wie ist die Gefühlslage? Ein bisschen aufgeregt, aber werden wir schon hinkriegen. Ja, also er ist, wie gesagt, davon noch nicht so viel Scooter gefahren. Ich halt nur Scooter. Und jetzt ein Semi-Automatic ist schon anders, weil normalerweise hat man hier die hintere Bremse. Jetzt die hintere Bremse da und man muss halt schalten, so, ne? So, erster Stopp hier in den Bergen. Also sieht jetzt schon ein bisschen schöner aus. Noch haben wir Glück mit dem Wetter, aber wenn ich da gerade ausschaue, da sehe ich schon Wolken oben. Und wenn wir über diese Wolken gehen, dann haben wir Sonne, ne? Dann haben wir Sonne. Dann haben wir Sonne. Aber wenn nicht, dann halt Regen, ne? Ja. So langsam kommen wir den Wolken näher und es wird auch kälter, oder? Ja, ein bisschen. Sag ehrlich, ich würde auch meine Handschuhe. Ich würde auch bald die Handschuhe anziehen, weil es fängt an kälter zu werden. Aber wie ihr seht, die Aussichten werden halt nur besser mit der Zeit. Wir stehen in der Telefonkabine, keine Ahnung warum. Und ein japanisches Gate, weil, warum halt nicht, ne? Ein Stairway to Heaven, jawohl. So fühlt sich wahrscheinlich das an, wenn man dem Tod entgegensteigt. Leute, wie ist das denn hier erlaubt, Alter? Oha, Junge! Wie ist das hier erlaubt? So, jetzt fängt es hier langsam an zu regnen, ne? Leichter Regen schon und wir sind halt in den Wolken. Aber solange es so bleibt, ist es okay. Jetzt wird die Sichtweite ein bisschen eingeschränkt, ne? Oh, oh. Man kann halt auf keine 10 Meter Distanz das erkennen. Und es ist jetzt, es fängt jetzt an, auch richtig kalt und nass zu werden einfach. Ich würde aber Poncho für oben, Baby.
Wenn das jetzt so 20 Minuten bleibt, dann sind wir gepickt, Alter. So, ich glaube, es macht jetzt Sinn, mal einen Regenponcho überzuziehen, weil sonst sind wir hier wirklich, also man sieht es jetzt noch nicht, warte, komplett nass so, und wenn das jetzt so bleibt, weil der Wind ist halt stärker, wenn der einem entgegenkommt, deswegen macht es mehr Sinn, jetzt einen Poncho anzuziehen, ne? Ich würde sagen, jetzt sind wir eingekleidet, ne? Ja. Jawohl! Da haben wir auch noch einen Poncho für unten, aber ich denke, das müsste im Moment funktionieren, weil wir halt diese Knieschoner anhaben. Sollte das eigentlich passen. Nur der Rucksack wird halt jetzt nass, aber sonst war es das halt mit den Aufnahmen. Und ja, ne, ich kaufe halt nicht eine GoPro, um keine Aufnahmen zu haben. Ist das offen hier? Ich glaube, es ist nicht geöffnet. Boah, das hier ist wirklich der Traum, Alter. Es regnet halt nicht mal heftig, aber es ist einfach kalt. So, GoPro jetzt schon abgeschmiert. Perfekt. Jetzt, keine Ahnung, wir fahren jetzt, glaube ich, noch 4 Kilometer bis zum Quan Bar Heaven Gate. Das soll übel nice sein, auf jeden Fall. Ja, also so wird es wahrscheinlich nicht nice mit diesem Wetter hier. Aber es soll nice sein, deswegen, ja, wir schauen da jetzt mal rein und dann wechsle ich Akku und so. Ja, scheiß drauf. Aber wir sind hier jetzt beim Quan Bar Heaven Gate, wo man anscheinend eine sehr schöne Aussicht haben soll. Schöne Aussicht, oder? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, da vorne sieht man auf dem Bild, was man sehen könnte. Sehen würde, wenn was hier wäre. Da ist gerade vor unseren Augen der erste Unfall passiert. Das ist gar nicht gut, ne? Langsam machen, Bro. Wirklich langsam. Scheiße. Bisschen sind wir jetzt aus den Wolken raus. Da unten liegt Quan Bar. Das ist ein kleines Dörfchen, würde ich mal sagen. Wo man eigentlich mit dem Quan Bar Heaven Gate raufsehen würde. Aber ja, ihr habt das Wetter oben gesehen. Wir fahren jetzt gerade hier durch so eine Cultural Village irgendwie. Und hier sind übel viele coole Homestays. Ich stelle mich auch sehr, sehr entspannt vor, hier eine Nacht zu schlafen. Aber für uns sind es noch, glaube ich, knapp über 50 Kilometer. Und mit allen Stops, die wir noch machen werden, hoffe ich, dass wir vor Sonnenuntergang zu Hause sind. Weil sonst wird es bitter. Ja. Christoph hat es gerade ganz sanft in den Busch gelegt. Weil er das sehr lustig fand. Aber er hat sich nicht wehgetan, deswegen passt das. Ja. Aber er war leicht abgefuckt. Aber dieses scheiß Loch da, bin ich drum herum gefahren und dann auf dem Sand da hat es mir den Lenker unter den Füßen rausgezogen. Da ist er einfach hier in den Busch geküsst. Und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber Unfall. Es ist wirklich so wunderschön, hier durchzufahren. Es ist sehr still, wenn man stehen bleibt. Wir wollen aber noch was essen gehen. Und wir finden irgendwie nichts. Wir finden irgendwie nichts zu essen. Wir haben einfach ein Banh Mi. Aber ich glaube, hier oben im hohen Norden, da gibt es gefühlt nur Pho und Reis und Pho. Weißt du so? Und Früchte und so Scheiß. Ja, und halt Früchte und Spargel. Aber ich habe halt jetzt keine Lust mehr, den ganzen Spargel reinzuschieben. Jetzt können wir hier so eine Instant Pho. Oh, ist nicht die beste Nahrung hier, muss man sagen. Ich liebe diese Klos hier einfach, ne? Hier so ein Klo mit der Aussicht einfach. Ey, du musst dir das Klo hier anschauen, das ist so ein Banger. Guck dich mal an, wie hier der Kaffee serviert wird. Hier so ein Topf drauf, da ist der Kaffee drin. Und der tropft dann hier durch, verfeinert ins Glas. Ein bisschen Milch dazu, oder? Kommt unser Pho? Sehr, sehr nice. Tut's halt, ne? Bisschen mehr Gewürz drauf und dann passt das auch schon. Die geben mir so Milch dazu, aber das ist nicht richtige Milch, sondern eher so ja, ein bisschen dickflüssiger. Aber Christoph sagt, das ballert. Und? Guter vietnamesischer, starker Kaffee. Der Feinschmecker. Wir haben jetzt hier 2 Kaffee, 2 Eistee, 2x Instant-Nudeln, 1x Pho und 1x diese getrockneten Beef-Dinger hier für? Was? So 4,50 oder sowas? 4,50, ja. Mit dieser Aussicht hier. Wie ein König. Gut gestärkt und? Weiter geht's, Freunde. Wo wir hier durchfahren, Alter, es ist so schön. Oh mein Gott. So, Freunde, wir sind jetzt auf einer Brücke, noch ungefähr 35 Kilometer bis Yen Minh. Beziehungsweise ein bisschen weniger, weil unser Homestay ist ja ein bisschen davor. Woher kommt diese grüne Farbe in ganz Vietnam? Ich verstehe das einfach nicht.
Alleine guckt euch mal hier die Gegend an, wo wir gerade sind. Da steht ein Haus einfach im Berg. Keine Ahnung warum. Und das ist so magisch, hier durchzufahren. Ey. Alter Schwede, ne? Da wurde halt ein Schwein geschlachtet, ne? So ist das halt hier, ne? Also, was sagt die Peter dazu? Was sagt die Peter dazu, zu dem da hinten? Keine Ahnung, Alter. Das Ding schreit hier durch die Gegend. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Feierabend. Es ist unfassbar schön, ne? Fahr ein bisschen vor. Hopp. Es ist so schön, Alter. Hast du Eistee erwartet? Was denn, Großer? Hast du auch immer eine Pulle dabei? Ich habe keine Pulle mehr dabei, aber ich habe auch Wasser erwartet, to be honest. Das rutscht aber hier, ne? Hier sind Toiletten. Hier sind Toiletten einfach. Ey, fahr doch nicht weiter, du wirst so sterben. Das war keine gute Idee, Alter. Man macht den Ständer rein. Ist der Ständer drin? Mach Ständer rein. Ganz rein, den richtigen. Ja, genau. Das konnte nicht gut gehen, ne? So, ich hoffe, meine GoPro kackt jetzt nicht nochmal ab. Es geht jetzt Richtung Endspurt für den ersten Tag. Es sind jetzt noch 10 Minuten bis zu unserem Homestay ungefähr. Und dann wird erstmal ein Bier gezischt. Jawohl. Oh, Christoph, Junge. Christoph. Oh, oh. Hallo. Hallo. Go down there? Motorbike there? Yeah, okay, we drive there, okay. 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 Hier ist unser Homestay, Freunde. Sieht ja sehr, sehr entspannt aus. Rain. Yeah, yeah, rain. Always rain. Yeah. Toilet here, shower there, okay. You have one toilet upstairs. Okay, yeah, no worries, no worries. Yes. Yeah. And what's your name? Loris. Loris. Yeah. And you? Yeah. Christoph. Christoph. Erste Etappe, Bruder. Let's go. Hey, so Freunde, hier ist unser Hostel. Kleine Terrasse hier mit natürlich einer wunderschönen Aussicht. Ich glaube, es hat 3 Euro die Nacht gekostet. Müssten um die 3 Euro gewesen sein. Und ich zeige euch kurz mal das Dorm hier. Hier hat man so eine kleine Toilette, aber ohne Dusche, glaube ich. Unten hat man aber Dusche. Aber hier hat man dann, wenn man sich nicht den Kopf stößt, ein Dorm halt und da pennen wir. Die jeweils 2 Betten. Die hat jetzt gesagt, es sind noch 5, 6 andere Leute, aber das sehen wir dann. Die Frau vom Hostel hat aufgetischt. Frühlingsrollen, Cucumber, irgendein Salat, Tofu, Eier, Chicken, Papayasalat, Reis, Eier und hier ist ein Shot, thank you. Reis, trocken, wait, warte. Nee, das wäre lustig. Aus, wenn man gottlos gefetzt hat. Also, mehr geht nicht runter. Ne? Ich glaube, wir haben 5 von diesen Töpfen da gegessen. Jetzt reicht es einfach, ich würde sagen, auf den heutigen Tag, auf den ersten Erfolg, auf die erste Etappe, Freunde. Wir hören uns. Happy Water. Bis morgen. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Ne? Boah. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Und wir haben einen ganzen Topf davon. Nee, also, wir hören uns morgen, Freunde. Und damit guten Morgen an Tag 2. So, ich update euch jetzt mal hier zur Route. Und zwar sind wir am ersten Tag von Hajiang City ganz hochgefahren über Quan Ba
über so ein paar kleine Dörfer. Und jetzt sind wir kurz vor Yenmin. Da geht es heute dann auch weiter. Das heißt, wir fahren heute durch Yenmin, dann oben ins Dongwan-Distrikt zum Lung-irgendwas-Flagpoint. Das ist so der nördlichste Punkt Vietnams. Als letzte Etappe geht es dann wieder zurück zum Hostel, bevor wir dann an Tag 3 weiterfahren. Also, let's go und ab aufs Motorrad. Kleine Startschwierigkeiten wieder am Morgen. Aha, da ist er, da ist er. Let's go. Guckt euch mal an, wo wir hier wieder hinfahren, ne? In die Limestone Mountains. Ich glaube, Schule ist gerade fertig. Mittagspause oder so. Es ist 10 Uhr morgens. Oha, da geht es jetzt hoch. Oh mein Gott. Jetzt wird es wieder schön. Gehen die jetzt den Berg hoch zur Schule, nach Hause oder was? Hä? So. Jetzt geht's wieder los mit der Rissingstraße. Mit der geilen Straße. Jawohl. Jetzt sieht's auch wieder schön aus hier. Ab in die Berge. Oh, scheiße. Hoffentlich bleibt das Wetter aber so und wird nicht wieder beschissen da oben. Ja, dann fahr, hä? Oh, shit, shit, shit. Aus Versehen neutral geschaltet. Shit. Wir sind jetzt hier mal oben stehen geblieben, wo man eine Sicht auf Yenmin hat. Also das ist jetzt Yenmin. Ich sag mal, es ist einfach ein bisschen größeres Dorf. Es ist jetzt nicht so krass größer als alles andere. Aber die Straßen waren schon mal ein bisschen mehr so, wie man sich sie erwartet, ne? Gefühlt in einem Steinbruch gefahren, hey. Wir fahren gerade wirklich eine der schönsten Straßen gefühlt. Aber ihr seht, mein Tank, der geht aufs Ende zu. Aber es ist hier wirklich schön, ne? Also das muss man wirklich sagen. Aber wir trauen uns gerade nicht, Nebenstraßen oder so zu fahren, weil für Nebenstraßen brauchst du Benzin. Und hier kommt, glaube ich, eine schöne Nebenstraße, oder? Ich glaube, das hier ist genau das Bild, was man von Google vom Hajiang Loop kennt. Dieses Geschlängel darum sind wir gerade gefahren. Aber die größere Sorge ist der Tank. Der Tank, weil er nicht tanken wollte, so. Was? Du Düse Hobi. Sebastian Vettel. Ja, das ist korrekt. How much is one sugar cane juice? 20. 20? I'll take one, please, yeah. Ich glaube, das müsste der günstigste Sugarcane Juice sein, den ich hier getrunken habe. Auch solide. Oh ja, der ist halt null verdünnt, ne? Aber auch sehr, 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 sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Hier stand zumindest mal 100 Meter, bis eine Tankstelle kommt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier eine Tankstelle ist. Ja, Tankstelle!
Tankstelle, Tankstelle. Full. Please. Ja. 50.000? Okay. Herr Christoph, nur 2 Liter? Dann müssen wir ja noch 1,5 Liter drin gehabt haben. Das kann ehrlich nicht sein. Ja, das ist so weird. Also. Jetzt geht's wirklich weit hoch und es wird auch viel kälter jetzt. Arme Kacke, ey. Wir sind ja so das erste Mal von dieser Hauptstraße weg. Also es gibt diese orange Straße, das ist die, die ganz Hajiang Loop macht. Und dann gibt es diese weißen Straßen, die halt anscheinend schöner sind, aber halt auch nicht mit Leitplanken und so versorgt sind und manchmal auch nicht so gut asphaltiert. Aber wir befinden uns jetzt auf so einer weißen Straße und vielleicht schaffen wir es über die Wolken. Das wäre übel geil. Könnte so ein japanisches Bergdorf sein oder so. Geil. Das Ding ist, das Video hier wird wahrscheinlich eine Stunde lang. Einfach weil es so wunderschön ist. Aber ich hoffe, ihr genießt dieses Video. Und wenn ihr es bis hierhin genossen habt, dann lasst doch jetzt ein Abo da. Für mehr Content, wisst ihr? Thomas gehört halt auch dazu. Aber ich zensiere es jetzt, aber es ist auf jeden Fall eine tote Maus. Ja. Also das hier ist einfach das Dorfleben, ne? Das finde ich so krass. So was sieht man halt einfach sonst nicht. Hallo. Wo ist Christoph? Ich versuche jetzt mal hier diese Backe. Ist das stabil? Ich habe ein großes Problem. Ich dachte, das da wäre Christophs Motorrad und das ist nicht Christophs Motorrad. Das heißt, ich stehe jetzt hier seit 5 Minuten und ich habe auch keine Ahnung, wo Christoph ist, Alter. Ich fahre jetzt zurück. Und wo ist Christoph, Junge? Hä? Da vorne stand nämlich ein blaues Motorrad und Christoph hat ein blaues Motorrad, aber sein Rucksack war nicht mehr hinten drauf. Junge, wo ist der Typ? Weil das Ding ist, ich habe kein Internet, er hat Internet, ich habe kein Internet. Das heißt, ich weiß jetzt weder, also ich würde jetzt wissen, wo es hingeht, aber ich weiß nicht, wo er ist, ich kann nicht kommunizieren mit ihm. Das ist irgendwie schrecklich. Ich hoffe, er weiß, wo mein Kunde ist. Also ich hoffe, ich bekomme jetzt irgendwie Internet. Ja, ich hab gewusst, wer es gefragt. Mein Motto stimmt hi. Mein Motto stimmt hi. Hi. Mein Motto war hi. Aber es sind 10 Kilometer heute gefühlt für dich zu fahren. Wie viel war das denn? Wenn du merkst, ich sind nicht 4 Runden dann. Also etwas hat das Ganze gebracht, dass wir uns ein bisschen verloren haben. Die Sonne scheint. Und die Sonne scheint das erste Mal. Mehr als 5 Minuten, seitdem Christoph in diesem Land ist. Und das im hohen Norden. Schau jetzt bitte die Karte an und sag mir, dass es hier hingeht. Bitte. Bitte, 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 bitte. Guck mal, mein Papa sieht das Video hier erst in so 3 Wochen vielleicht. Und wenn er das hier sieht, dann muss ich beten zu Hause. Da, wo wir jetzt hinfahren, Richtung Flagpoint, ist noch ungefähr eine Stunde, also 33 Kilometer. Und es ist geiles Wetter, es ist blauer Himmel, richtig geil. Werden vielleicht die einzigen Aufnahmen mit Sonne drin. Da muss man das genießen.
hier hinter mir ein realer Ort ist. Da cruisen wir Richtung China, Richtung Flag Point, Richtung nördlichster Punkt Vietnams. Ich hab keine Worte halt dafür. Das Intro. Ey, ich kann's einfach nicht glauben, dass wir hier sind. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich gleich satt mit den Aufnahmen, aber es ist einfach krass. Es ist einfach wunderschön. Wir haben uns geschworen, nicht mehr stehen zu bleiben. Riesiger Limestone Mountain. Auf einmal ist die Erde orange und da sieht man einfach nicht das Ende von diesem Tal. Alter, es ist einfach geisteskrank. Du? Ja. Sehr, sehr gut. Haben wir richtig eine dicke Konsistenz. Mhm. Ja, einfach gut. Aber gut, ey. Lass die Frau kochen. Wirklich geil. Wo kam das jetzt auf einmal her? Welcome to Lung Chu. Also der Flag Point muss jetzt bald hier sein. Und dahinter geht's halt nach China. Aber warum ist hier dieser riesen Boulevard, Alter? Alter, krass. Let's go, my brother. My brother. Ein Stein und du bist tot. Du bist einfach tot, Digga. Ich glaube, wir haben es verpasst, actually. Wir haben den Eingang leicht verpasst, weil es ist nämlich da oben. Und wir werden jetzt fast in China reingebrettert, ne? Also, so nicht, Christoph, so nicht. Thank you. Damit herzlich willkommen am nördlichsten Punkt von ganz Vietnam. Das Land offiziell durchgespielt. Von Süden nach Norden. Was geht ab? Wir sind in Frankreich. Dieses Land hier, ne, habe ich von Süden und Saigon bis hier zum nördlichsten Punkt durchgespielt. Das sind 3000 irgendwas Kilometer. Hinter mir ist die Flagge vom nördlichsten Punkt. Hier ist Vietnam und da ist China und alles ist in dichten Nebel gehüllt. Ne? Ja, also da geht jetzt da so eine Treppe hoch auf der anderen Seite, die sieht man jetzt gerade nicht, aber da wäre theoretischerweise China. Cool, hier steht seit 2010 hier und liegt auf 1468 Metern Höhe. Sehr, sehr nice. Und jetzt bald wieder zurück, weil es wird bald dunkel und wir müssen ins Hostel. Das ist um einiges höher, als ich gedacht habe. Ne? Alter! Okay. Und diese Fahne ist riesig. Guckt euch mal die Aussicht an. Man sieht gar nichts. Der erste FC Köln war hier. Ich bin eben so eine Kurve gefahren. Und jetzt lässt sich das Ding nicht mehr in den Gang schalten. Alter. Oh, warum ist das jetzt blockiert, diese Scheiße? Lieber noch mal getankt, bevor das Ganze hier schief geht. Also das hier ist nicht mehr zum Spaßen. Es ist nicht stockfinster, es ist nicht stockduster, es ist Nacht. Holy shit. Nach vorne steht ein Schild, das nicht weitergeht. Das ist nicht gut, Freunde, weil unser Hostel liegt in diese Richtung. Und es ist spät und es fängt an kalt zu werden. Ne? Steht einfach ein Bagger rum, wenn es stockdunkel ist, Alter. Was machen die denn hier? Oh mein Gott. Boah, ist ein Loch in der Straße und alles. Ach du Scheiße.
fucking go. Hallo. Hallo. Ey, Alter, ne? Es ist halt einfach nur. Es ist halt einfach nur kalt. Es ist nass. Und es macht keinen Spaß. Let's go! Zweite Etappe. Was wir gerade erlebt haben, ich glaube, das geht wirklich unter keine. Also das geht unter keine Haut. Wir kommen hier an im Homestay. Er sagt erstmal, es ist 20.30 Uhr, by the way. Es ist jetzt nicht irgendwie so 14 Uhr, haha, alles warm und so, ne? Ne, es regnet, es ist arschkalt. Wir sind gerade 10,5 Stunden Motorrad gefahren. Wir kommen hier hin und der Typ sagt uns erstmal, ja, sorry, alles ist voll. Ich habe auf booking.com gebucht. Er sagt, sorry, alles ist voll. Ich hätte dem fast einer. Jetzt hier haben schon zwei Stück gepennt. Und jetzt können wir hier drin pennen, wo zwei Stück gerade drin gepennt haben. Dann hat er gesagt, ihr braucht mir kein Geld zu geben, es war mein Fehler. Scheiß auf das Geld, Alter. Das soll doch so sein, dass ich ein fucking Zimmer habe. Das hat eine 9,7 auf booking.com. 9,7, Alter. Das ist fucking. Ich kann mich auch auf den Boden legen, es ist genauso hart. Ich sag mal so, wenn ich habe, was zu essen bekommen. Aber wir werden hier angeschaut. Weil wir die einzigen, wir sind die einzigen Weißen hier, also nicht Vietnamesen. Keine Ahnung, wie das eine 4,7, 9,7 hat. 4,7 wäre, ja. Auf das gute Hostel. So, und damit würde ich sagen, guten Morgen zu Tag 3. Ja, geschlafen haben wir eher, ich würde mal sagen, semi-gut. Ne? Heute Morgen um 6 sind erstmal 20 Vietnamesen durchs ganze Haus gestampft. War eher unentspannt und das Bett war auch relativ hart. Aber Tag 3, die Spirits sind noch immer gut. Ich glaube, heute wird somit der schönste Tag. Von hier über Dong Van zum Ma Pileng Pass, zum Skywalk und dann bis ganz runter nach Dujia, also die größte Etappe heute am dritten Tag. Ich glaube, heute wird ein langer Tag. Viel fahren, gestern waren 10 Stunden. Ich glaube, heute können wir uns da fast wieder anschließen. Aber... all good, wir fahren los. Welcome to Meo Vac. Auf Hollywood angelehnt. Auf Hollywood angelehnt. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber da hinten diese Höhle. Was ist das für eine riesige Höhle einfach? Gutes Auge, Christoph, muss ich sagen. Jetzt doch dazu entschieden, eine kleine Banh Mi-Pause einzulegen, bevor wir dann da weiterfahren. Da oben kann man auch hochspazieren, weiß ich aber nicht, inwiefern sich das lohnt. Also hier ist ja mal der gottloseste Insta-Spot ever. Noch nie einer da runtergefallen? Man weiß es nicht, ne? Liegt ein Leichen unten oder so? Nee. Natürlich absolut nicht zu Hause nach. Falls ihr so einen Stein zu Hause habt, dann macht es auf jeden Fall klar. Hey Jungs, schaut, ich hoffe, das kommt ein bisschen so rüber. Ich hoffe, ihr seht mit Weitwinkel alles, aber das ist kein Geisteskrank. Dann hast du die Bilder hier aufgenommen. Die kommen schon böse. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Aber die kommen schon sehr, sehr böse. Alter, könnte ein Albumcover sein. Dieser türkis, grüne, blaue Fluss. Alter. Das ist halt sehr, sehr krass. Ich habe ihm gesagt, hier ist irgendwo Wasser. Er hat mir nicht wirklich geglaubt, aber hier ist Wasser. Hier ist Wasser.
Ich weiß nicht so ganz. Oh. Jesus im Himmel. Langsam, ne? Langsam. Oh je, Mine. Papa, bitte bring mich nicht um, wenn ich mich nicht selbst schon umgebracht habe. Oh mein Gott. Was passiert? Wir müssen das dann auch wieder runter. Ja, Junge. Den Berg stehen bleiben ist beschissen. Jesus im Himmel, Alter. Langsam, 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 langsam. Langsam, 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 Alter. Hä? Ja, ist. Okay, hier stehen lassen, glaube ich, oder? Aber wie drehen wir die Scheiße? Ja. Oh. Haben die Motorräder jetzt unten stehen gelassen, so in der Hälfte. Weil ihr habt es gesehen, das war wirklich kein Spaß. Und auch runter wird. Weil man hat hier schon keinen Grip mit den Füßen. Fuß immer hintere Bremse und vordere Bremse. Oh, das war einfach nur Slide. Okay. Alles okay noch? Christoph? Oh, gleich haben wir es geschafft. Das ist somit die schönste Landschaft, durch die wir bisher gefahren sind, glaube ich. Also das ist wirklich krass. Also wirklich krass. Die sind so süß. Hast du nichts, um denen zu geben oder so? Also wir fahren hier gerade aus den ersten drei Tagen die mit Abstand bodenloseste Straße. Also die geht jetzt genau so, so wie sie hier ist, so auf dem Boden hier. So geht die jetzt schon seit, keine Ahnung wie lang, 5 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten, easy. Also das ist wirklich, also das ist kein Spaß. Und wir haben noch gut 2 Stunden vor uns und wenn das so bleibt, ey, 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 ey. Scheint es besser zu werden, vielleicht, maybe.
mich noch immer, jetzt auch noch am dritten Tag, wie sowas hier entstehen kann. Ich weiß es nämlich nicht. Da unten sind immer Leute. Wie die leben, weiß ich. Auch wie vor 500 Jahren noch. Ja, also ich habe keine Ahnung. Die bohren hier die ganze Zeit was raus. Ich nehme die ganze Zeit Bagger an der Straße. Und ich weiß nicht, was die da rausbohren. Was ist das für ein Metall? Das geht jetzt die ganze Straße. Ja. Also die ganze Zeit wird nur geackert. Wow. Ich glaube, man kann das gar nicht so auf der Kamera zeigen, wie riesig das eigentlich wirklich ist. Ne? Weil das ist nicht zu fassen. Auch wenn ich die Fotos mache und sie mir abends wieder anschaue, ich denke mir so, ja, ist cool. Aber das ist ja riesig, ne? Das ist halt so Grand Canyon-mäßig. Ich war noch nie am Grand Canyon, aber so stelle ich mir Grand Canyon-mäßig vor. Und auch wenn ich da unten die Häuser anschaue oder die Leute anschaue, die sind halt so groß. So groß sind die Leute. Cool. Ab in den Dschungel, Freunde! Also ich glaube, wir sind hier in dem randomsten Kaff, was du haben kannst. Irgendwo zwischen Dugia und, was war das andere? Mac irgendwas. Also man sitzt hier so oben an der Straße. Mau Due. Wenn ihr da was trinken kommen wollt, dann stoppt ihr gerne hier. Fried Chicken Eggs. Frittierte Hühnereier. Besser als KFC. Christoph meinte, sind wir richtig hier? Ich habe gesagt, ich bin mir sehr sicher. Ich lag falsch. Ich gebe es zu. Wir hätten eigentlich noch eine Stunde nach Hause gebraucht. Jetzt sind es anderthalb. In einer Stunde wird es wieder dunkel. Dunkelheit verfahren. Christoph parkt hier noch gerade wie ein Profi. Aber wir haben es geschafft. Wir sind beim Homestay nach wieder 10 oder 11 Stunden fahren. Wir sind jetzt in Dugia, das heißt morgen kommt die allerletzte Etappe. Aber heute war wirklich die schwierigste und die längste. Deswegen haben wir uns einen guten Schlaf und was Gutes zu essen verdient, bin ich ganz ehrlich. Ja, also 2,5 auf 2,5, vielleicht so, keine Ahnung. Nee, es ist nicht groß. Da haben wir noch diese Matratze auf dem Boden. Dieses typische, was halt alle Frauen in ihrem Teenage-Alter an der Wand hängen haben. Dings. Und damit guten Morgen hier an Tag 4 aus Lugia, Vietnam, vom Ha Giang Loop. Gönnt euch diese Aussicht, Freunde. Ist das nicht wunderschön? Ja. Heute geht's für uns am letzten Tag zurück nach Ha Giang, damit der ganze Loop fertig ist. Dann fahren wir von da aus wieder zurück nach Hanoi und dann war dieses krasse Abenteuer, oder dann ist dieses krasse Abenteuer schon vorbei. Ich finde diese Unterkunft hier eigentlich ziemlich nice, nur morgens ist es relativ laut, was ein bisschen nervig ist, aber dafür hat man dann die View hier. Und ich glaube, das macht es halt einfach schon aus, ne? Also das ist halt einfach der Bonuspunkt von dieser Unterkunft. Jetzt springen wir uns aufs Motorrad und dann geht es zurück nach Ha Giang. Es ist das erste Mal, dass wir grüne Reisterrassen sehen, weil es ist ja gerade nicht die Saison von Reisterrassen. Aber guckt euch das mal hinter mir an, das ist ja wunderschön auch wieder. Und es ist ein ganz anderes Klima wieder, also es ist wieder ein bisschen kälter. Aber auch einfach, ja, es erlaubt einfach, dass es so grün aussieht. Ne? Also ich weiß, ich bin, das ist einfach so schön. Wie viel ist ein bisschen für dich? 50 Kilometer. 50 Kilometer? 50. Ist das ein bisschen? Ist ein bisschen. Ist ein bisschen. Ja. Exemplar von Bullen. Bullen. Sind das Bullen? Ja, doch. Keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich hab noch einfach bei mir. Ist auch fast wie ich.
Fast. So, überall wo was ist, kann ich halt hin. Ne, die Straßen sind angenehm, aber es ist halt entweder die beste Straße der Welt oder die beschissenste Straße der Welt. Ja. So, entweder man kann laufen lassen oder man muss halt aufhören. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns ein bisschen ab. Wir fahren jetzt über den Fluss. Jawohl. Also gefühlt die erste Brücke, die wir sehen. Ne? Ja. Ich glaube, viele Brücken waren hier nicht. Wieder da unten ein Haufen Reisfelder. Was? Ist wohl gut, dass der Fluss an den Reisfeldern vorbei fließt. Ja. Dann werden die nochmal zusätzlich bewässert, oder? Ich glaube, so funktioniert das nicht, oder? Ist das kein Minecraft? Nee, ich hab doch keine Ahnung, Alter. Wir sind doch keine Bauern, oder? Wir sind Touristen. Aber das Dorf hier sieht aus, als wäre das so ein Urlaubsparadies. Oder? Hier würde ich hinkommen, um mich selbst zu finden. Ja. Wir pokern gerade, wir pokern. Benzin hier, sehr bitter. Benzin da, noch bitterer. Und es sind noch 5 Kilometer zur nächsten Stelle. Ja, nicht mehr gerade 5. 5 Kilometer, wir müssen es schaffen. Aber ihr werdet erfahren. Ab jetzt. Straße, nur noch geradeaus. Das wird geil. Ich kann, es muss die Kamera mit der Hand halten, aber wir fahren gerade komplett Umwege über das Dorf, weil da oben einfach eine Straßensperre ist. Ich dachte jetzt so smooth Straße bis halt wieder nach Hajang und jetzt chillen wir halt hier. What the fuck? So random. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder auf der normalen sein. Wir müssen wieder auf der QL 3-4 oder so sein. Weil es ist wieder smooth, es ist wieder geil. Let's go. Also ich glaube, wir sind wieder gut dran, Freunde. Wir sind wieder gut dran. Und jetzt mache ich lieber die Kamera ein, weil ich habe eigentlich keine Lust, heute zu sterben. So. Das ist ja dieses andere Vlogging, dieses Experience-Vlogging, Freunde. Es brechen jetzt die letzten 10 Kilometer an. Und was gibt es da Besseres zu tun als bei dieser Aussicht? Und natürlich im Regen, es hat wieder angefangen. Aber Poncho lohnt sich jetzt nicht. Unsere zwei Biere, die zwei Bier Saigon zu zischen, die wir im Halong Bay gekauft haben. Das heißt, die schleppe ich jetzt in meinem Rucksack seit, ohne Witz, 6, 7 Tage sogar schon, mit mir rum. Die sind warm, die sind da 7 Tage rumgeschüttelt worden, aber ist egal, die haben 40.000 gekostet. Normalerweise zahlt man dafür 15.000, aber egal, es muss auch schmecken. Ja, die waren gut geschüttelt, ne? Die waren gut geschüttelt. Bis auf. Auf den Hajang Loop, auf die letzten 10 Kilometer. Prost. Es ist viel Schaum drin. Es ist sehr viel Schaum drin, Alter. Die wurden gut durchgeschüttelt. Wir sehen uns in Hajang, würde ich sagen. Hajang, du für jeden, der jetzt bis zum Ende hier dran geblieben ist, ihr habt es gerade gesehen, wir sind gerade wieder in Hajang angekommen, beziehungsweise ich nehme das hier gerade 2 Wochen später auf.
aber ich hoffe, euch hat dieser ganze Hajang Loop gefallen. Ich entschuldige mich nochmal für die kleinen Soundprobleme nach Minute 20 so ungefähr. Dafür konnte ich halt wirklich nicht, weil ich nicht wusste, dass das GoPro Case den Sound so verschlechtert. Aber ich hoffe, euch haben einfach die Naturaufnahmen so gefallen, wie es uns gefallen hat. Natürlich kommt es auf der Kamera nie so rüber, wie es im richtigen Leben rüberkommt. Aber ich denke, ihr versteht schon, dass das einer der schönsten Orte ist, die ich zumindest in meinem Leben besucht habe. Und für die, die bis jetzt noch dran geblieben sind, schreibt irgendeinen Hashtag in die Kommentare. Keine Ahnung. Hashtag Hajang Loop. Ich weiß es nicht. Ach, ich bin so unkreativ, Alter. Danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da. Lasst ein Abo da. Und bitte schätzt diese Arbeit, die ich in dieses Video reingesteckt habe. Weil das hat sehr, sehr lange gedauert und sehr, sehr viele Nerven gekostet. Kurs geht raus. Und bis zum nächsten Video hier aus Laos. Ich bin nämlich schon in Laos, aber das nächste Video kommt dann auch aus Laos. Let's go, Freunde.